Dadurch, dass man jetzt Optionen hat, wie man Dinge positioniert und damit auch Wände snappen kann, hat man plötzlich noch viel mehr Spielraum bei der Gestaltung, ne? Also du kannst plötzlich einfach viel mehr kombinieren. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory im sagenhaften neuen Update 5. Meine lieben Freunde, es gibt neue Bauoptionen in Update 5. Da habe ich jetzt ja schon eine ganze Ecke in den letzten Episoden mich drüber gefreut. Wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke am Anfang ist immer die Playlist verlinkt. Da könnt ihr gerne reinschauen. Am Ende übrigens auch. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Update 5 reinziehen. Und ihr könnt natürlich auch liebend gerne in die Kommentare schreiben, was ihr schon so alles Tolles mit Update 5 gebaut habt. Und ich muss sagen, was mir ja am meisten gefällt, das sind so die Kleinigkeiten. Ja. Das sind so die Kleinigkeiten. Guckt mal hier, ich habe jetzt hier einfach mal vor meinem Hauptbahnhofsgebäude, ja, das ist ja hier der Hauptbahnhof, habe ich einfach mal Folgendes jetzt gemacht. Erstmal hier sehen wir natürlich die neue LKW-Station mit dem neuen Skin, das ist auch sehr schön. Ja, und zum LKW kommen wir gleich noch, da gibt es nämlich noch ein paar Dinge zu sagen. Ihr könnt übrigens immer auch links in der Ecke bei Early Access, da steht immer meine aktuelle Version, die ich gerade spiele. Es kann sein, dass bei euch schon längst wieder ein Update kam und bestimmte Sachen, auf die ich mich jetzt beziehe, vielleicht ein bisschen anders sind wieder. Insbesondere in Bezug auf die Bugs, die ich gleich in Bezug auf die Fahrzeuge nochmal kurz erwähnen werde. Aber ganz kurz, bevor wir zu den Fahrzeugen kommen, möchte ich hier erstmal aufmerksam machen auf diese Gegenüberstellung, ja? Das ist quasi noch, wie es ausgesehen hat, dieser Eingang vor Update 5, so ein bisschen. Ja, wenn wir jetzt mal uns diese Autotür da an der Seite wegdenken. So war es vor Update 5 und so sieht es jetzt in Update 5 aus, nachdem ich das ein bisschen ausgestaltet habe nochmal. Der Unterschied ist schon beachtlich, wenn ich das mal sagen darf, ja. Jetzt kann ich die Dinge endlich so bauen, wie ich sie mir damals schon vorgestellt habe. Weil genauso, wie es da links ist, so hat das in meinem Kopf ausgesehen damals. Ja? Und jetzt kann ich das genau machen, wie es in meinem Kopf ist. Jetzt könnt ihr quasi in meinen Videos in meinen Kopf reingucken. Ist der Wahnsinn. Es ist einfach nur episch. So, genau. Also ich habe hier mal diese Muster angewandt. Im Customizer findet ihr die übrigens. Hier diese Symbole und hier weiter unten gibt es diese Linien. Könnt ihr übrigens alle im Awesome Shop freischalten, da braucht ihr Coupons. Was wir auch im Awesome Shop freigeschaltet haben, ist das Goldene Factory Card. Da komme ich dann auch noch dazu. Das benutzen wir gleich noch. Ich möchte aber gerne erstmal jetzt auf die Fahrzeuge Bezug nehmen. Also, bei den Fahrzeugen ist es jetzt so, und ich zeige euch auch gleich, wie wir diese Tür gebaut haben. Bei den Fahrzeugen ist es jetzt so, dass die sich den Treibstoff ziehen, den sie für die Strecke brauchen. Und der Treibstoff wird nur dann verbraucht, wenn sie auf der Strecke auch Progress gemacht haben. Das bedeutet, es ist nicht mehr nach Zeiteinheit der Verbrauch vom Treibstoff, sondern es ist nach Streckenabschnitte quasi. Also je weiter der auf der Strecke, die er fahren muss, vorangeschreitet ist, desto mehr Treibstoff wird dann verbraucht. Und so nimmt er immer nur das mit, was er für die jeweilige Strecke, für die von A nach B halt braucht, so. Und das ist halt so ein bisschen, das ist zum einen ist das cool, zum anderen ist das aktuell aber noch ein Problem, weil das noch nicht so ganz exakt funktioniert. Also das ist irgendwie noch ein bisschen fehleranfällig. Zumindest wird berichtet von einigen, dass es bei ihnen da doch den ein oder anderen Problemfall gibt und bei mir jetzt hier ja auch, wo einfach der LKW, das Fahrzeug, was auch immer, den, also einfach sich nicht voll genug lädt und dann irgendwie auf der Strecke stehen bleibt und nicht genug Sprit hat. Deswegen gebe ich ihm hier jetzt mal an der Station noch Kohle rein. Das passt ja hier, Gott sei Dank, dass wir hier gerade ein Kohleband noch haben, weil hier war nämlich nie Treibstoff reingefüllt worden. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass das jetzt vielleicht den Fehler behebt, so ein bisschen zumindest an der Stelle. Denn offensichtlich wird immer noch nicht so die richtige Treibstoffmenge eingefüllt aktuell. Das ist noch ein bisschen buggy, ja. Kann sein, dass wenn ihr jetzt dann eine neue Version von dem Spiel vielleicht schon gezogen habt, wenn vielleicht ein Hotfix kam, dass das schon wieder ein bisschen anders funktioniert. Ja, schön, nochmal drüber fahren. Reicht nicht, dass er Fahrerflucht macht. Er fährt nochmal doppelt über mich drüber hier. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo, ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist jetzt los? Ich häng fest, komplett. A und D funktioniert nicht mehr. Was ist jetzt los? Nein.
Warte mal, vielleicht, wenn ich was lösche. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, ich hing komplett fest im Objekt. Ich habe komplett festgehangen gerade. Es ging gar nichts mehr. Okay, sauber. Genau. Jetzt muss ich noch hier den Mittelstreifen. Genau, da kann ich euch nochmal zeigen, wie man den Mittelstreifen benutzt. So. Genau, immer schön auf der Mitte des Mittelstreifens. Genau. Ich habe wirklich komplett festgehalten. Ich konnte nichts mehr machen jetzt. Genau, jetzt zeige ich euch noch schnell, wie man dieses tolle Tor baut. Oder wie ich das gebaut habe, dass das so mittig schließt. Und hier auch sich so ein bisschen überschneidet. Genau, das Tolle ist, die öffnen sich ja sogar auch für die Fahrzeuge. Ne? Wenn ich jetzt mal kurz zurückgehe und mir kurz mal warten, bis der LKW zurückkommt. Also der Schlepper. Ja, habt ihr das gesehen? Es öffnet sich und es schließt sich dann auch wieder. Der Annäherungsabstand ist allerdings sehr weit gefasst, damit es gar nicht erst zu einer Kollision kommen kann. Ihr seht es auch, die andere Tür bleibt noch offen. Da muss er komplett nochmal durchfahren und dann geht die auch zu. Genau, auf jeden Fall will ich euch das hier jetzt mal zeigen. Hoffentlich kriege ich... Ich setze mir gleich meine Gasmaske auf, glaube ich. Wenn ich hier schon so beim Gas bin, ne? So, genau. Also das sind natürlich folgende Teile, die wir brauchen. Wir brauchen das Automated Gate, logischerweise. Wir brauchen aber außerdem auch noch den Big Concrete Pillar. Den habe ich zumindest benutzt dafür. So, und dann habe ich den Big Concrete Pillar so gesetzt, dass seine Kante, weil man kann den ja in so feineren Positionen platzieren, als wie so eine ganze Tür. Und dann habe ich den hier so gesetzt, dass seine Kante diese Gitter hier noch so überdeckt, ja. Und dann kann man nämlich die Tür nehmen. Mal kurz gucken, hier, genau, die Tür kann man dann nehmen. Ah, jetzt stehe ich im Gift, siehst du. Und dann kann man die hier so dran snappen. Aber ich sehe gerade, da ist das Ding hier im Weg wahrscheinlich, genau. Jetzt geht das nämlich, genau. Jetzt kann ich das nämlich so halbwegs zumindest positionieren, wenn ich das jetzt noch nach unten schiebe. Ja, das muss man halt ein bisschen probieren einfach, genau. Und jetzt sehen wir, okay, ich bin noch ein bisschen zu weit drüben, ja. Aber das ist die Überschneidung, die ich bei der anderen Tür halt hatte, was es auch ein bisschen cooler aussehen lässt. Wenn das sich in der Mitte noch so überschneidet, sieht ein bisschen aus, als wenn das sich verriegelt so. Habe ich absichtlich gemacht, ist kein Fehler gewesen. Ja, aber wenn man das jetzt nicht cool findet, kann man natürlich das Ganze vielleicht noch ein bisschen weiter noch zur anderen Seite noch bauen oder so. Ich weiß nicht, ob es dann noch symmetrisch wird, muss man dann gucken. Genau, auf jeden Fall klappt das dann so, genau. Und dann einfach daran. Okay, man muss den drehen. Wenn das nicht richtig ranliegt, ja, an der Seite, dann muss man den nochmal eindrehen, den Klotz. Das ist ein bisschen, muss man ein bisschen gucken. Ah, dann habe ich, okay. Habe ich es einmal zu oft gedreht anscheinend. Moment. Ist nicht so einfach manchmal. Hat es jetzt geklappt? Habe ich es jetzt richtig gemacht? Nee, immer noch nicht. Mann. So, nochmal. Jetzt nimm den so. Einmal drehen. Und, also mit dem Mausrad, das sieht man halt nicht so richtig, dass ich den gedreht habe. Ich habe ihn einmal mit dem Mausrad um 90 Grad gedreht, genau. Und dann einfach runterziehen auf die Höhe. So. Genau, und dann haben wir es schon. Jetzt löschen wir das weg. So, und jetzt haben wir ja das Problem, dass sich das da so überschneidet. Das kann man jetzt auf verschiedene Arten lösen. Je nachdem, wie weit das jetzt halt rausragt, kann man halt sagen, man baut entweder, und das habe ich bei der anderen Tür halt gemacht, mit Architecture die Beams da dran. Und bei den Beams übrigens, eine Sache ist da ganz wichtig. Ihr könnt, wenn ihr R drückt, mehrere Modi durchschalten. Ihr könnt sagen, Default. Default ist halt so mit Snap-Punkten, ja, dass das halt immer in einem festen Winkel platziert wird. Ja, also immer schön im 90-Grad-Winkel und immer schön gerade an der Wand entlang zum Beispiel. Aber dann habt ihr vielleicht unter Umständen das Problem, wenn ihr jetzt zum Beispiel von da nach da wollt, seht ihr das, dann ist das zu lang. Dann kommt ihr da drüber. Ihr könnt das dann nicht da ansnappen, sodass das passt. Und da könnt ihr dann R drücken und den Freeform-Modus nehmen und könnt das dann einfach, ihr seht es dann schon, ne? Da hat das nicht so feste Winkel dann. Da kann man das direkt da dran setzen. Das ist das, was Jace im Video auch gezeigt hatte damals. Genau, dann kann man das so drüber bauen und dann in die Ecken entsprechend die Beam-Connectors setzen. So, und dann hat man so einen kleinen Türrahmen gebaut. Ja, und da ist jetzt natürlich noch, ne, sieht man jetzt das noch? Und je nachdem, wie gesagt, wie viel da jetzt sichtbar ist davon,
kann man jetzt natürlich hier auch einfach nochmal so ein Ding setzen. Und das kann man durchaus auch wieder im Default-Modus machen, glaube ich. Weiß jetzt Default? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich es jetzt eine Kombination gemacht, genau. Guck mal, kann man das so machen, ja? Da kann man das so ein bisschen verstecken. Das ist auch eine gute Idee eigentlich. Wenn das so übersteht, wenn man es nicht haben will. Genau. Man kann ja auch die Dinger hier noch oben drauf setzen einfach. So. Genau, und der Rest ist halt das Übliche, ne? Die neuen Strukturen, die ziemlich cool sind. Das ist das, was ich meine. Früher habe ich mir das halt auch mit diesen Wänden, mit diesen Dreieckswänden im Hinterkopf halt so vorgestellt, wie das halt aussehen würde, wenn man eben diese Seiten da so entsprechend zubauen könnte, ne? Und nicht nur hat man ja jetzt diese Dreieckswände, sondern man hat jetzt ja sogar noch die neuen Dächer. Die hier. Beziehungsweise es sind ja angeschrägte Wände tatsächlich, so heißen sie ja, Tilted Wall. Tilted Walls sind angeschrägte Wände. Genau, und die kann ich da jetzt einfach oben drauf legen. Ja. Und das ist schon mega geil eigentlich. Und so wollte ich, dass es immer aussieht. So wollte ich das immer haben. Von Anfang an. Ich habe das quasi schon so gebaut, noch lange bevor es diese Baumöglichkeiten gab, habe ich das mit der Idee im Hinterkopf schon so gebaut. Weil ich genau wusste, dass das irgendwann kommt. Nice, meine lieben Freunde. Guckt euch unsere Doppeltür an. Unser Doppeltor. Und es funktioniert. Sieht auch cool aus, wenn sich das so öffnet und schließt, finde ich. Nice. Ein Doppeltor. Sauber. Dadurch, dass man jetzt durch die Architekturobjekte viel mehr Optionen hat, wie man Dinge positioniert und damit auch Wände snappen kann, hat man plötzlich noch viel mehr Spielraum bei der Gestaltung, ne? Also du kannst plötzlich einfach viel mehr kombinieren, was man vorher gar nicht kombinieren konnte und so. Es ist schon mega geil. Ich weiß nicht, kann ich da jetzt eigentlich noch einen Rahmen drumherum bauen? So einen Türrahmen? Das habe ich noch gar nicht probiert. Ja, guck mal, das geht sogar. Sieht nochmal ein kleines bisschen schmaler aus dann die Tür. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das so haben will. Guck mal, es sieht wirklich jetzt aus wie so eine etwas breitere Tür. Und da ist sogar noch so ein kleiner Schlitz oben. Da sieht man sogar noch das Licht von dem Rahmen da oben dran. Ist schon ein bisschen geil, wenn ihr mich fragt. Ist schon ein bisschen cool. Wenn einem die normalen Türen nicht ausreichen, kann man dann so die großen Tore erstellen. Nicht schlecht. Du hast oben über der Tür noch die überlappende Wand. Ah ja, stimmt. Genau, guter Hinweis. Das kann man jetzt ja auch wegmachen hier. Genau, und da kann man ja jetzt dann die 1-Meter-Wand setzen. Da musste man ja früher die Wände, die 4-Meter-Wände so ineinander verschieben. Ja, dass es passt. Jetzt kann man einfach die 1-Meter-Wand nehmen und einfach oben drüber zumachen. Und dann flimmert es auch nicht mehr. Ist schon ein bisschen geil. Genau, das habe ich nämlich hier auch gemacht. Sehr schön. Ich meine, guck mal, die 1-Meter-Wand hat auch eine andere Textur so ein bisschen. Man könnte theoretisch auch die 1-Meter-Wand bis ganz nach unten ziehen. Da würde es vielleicht sogar noch ein kleines bisschen ästhetischer aussehen. Nicht schlecht. So, meine lieben Freunde, jetzt haben wir ja beim letzten Mal dieses absolut geniale goldene Factory Card freigeschaltet. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, wie wir das gemacht haben, schaut euch auf jeden Fall nochmal die vorangegangene Folge an. Der Wahnsinn. So, jetzt baue ich das nämlich mal. Ich habe ja Caterium geholt. Guckt euch das an. Das goldene Factory Card. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Das müssen wir jetzt mal da aufstellen, wo wir es auch besser sehen können. Vielleicht irgendwie mal hier so hier oben. Ja, hier oben beim Weihnachtsbaum. Komm, wir fliegen hoch zum Weihnachtsbaum und probieren das oben beim Weihnachtsbaum. Nice, nice. So, hier, genau. Weihnachten. Meine lieben Freunde, es ist Weihnachten. Ah, ich muss es in die Hand nehmen. Moment. Nimm es in die Hand. That's what she said. So, hier. Jawohl. Das goldene Factory Card. Es ist wirklich golden. Ist keine Einbildung. Drücke E, um es zu benutzen. Open Record Menu, Change Camera. Okay. Achso, da kann ich einfach das nach geradeaus ausrichten. Ja!
Yay! Geil! Ja! 80er! Juhu! Juhu! Es ist so gut! Es ist so gut! 80er Jahre Musik! Nice! Juhu! Kante! Ah! Schenker an der Kante! Yay! 80er Jahre Musik und Doppeltor, meine lieben Freunde! Doppeltor! Es ist einfach der Wahnsinn! Es ist Update 5! Juhu! Oh, Kacke! Es ist Gift! Es ist Gift! Ich soll R drücken? Mach ich? Hab ich grad? Haha! Juhu! Disco! Tete! Nice! Ich glaube, bei Coffee Stain sind sie ein bisschen 80er-Jahre-Musikfans. Kann das sein? So ganz minimal. Die neuen Musiktracks, die man teilweise so im Hintergrund hört, sind auch ganz schön 80er-Jahre-mäßig, ist mir schon aufgefallen. Nice! Ich finde die Beleuchtung so gut. Wechselt die Musik, wenn du das nochmal aus- und wieder anmachst. Ich weiß gar nicht, wie habe ich es jetzt nochmal aus- und annehmen. Geil. Nee, ist derselbe Track. Ich probiere es nochmal. Mega gut einfach. Ich häng fest. Nein, ich häng fest. Ich komm nicht mehr weg. Nein, ich hab's geschafft. Ich hab mich freigerüttelt. Ich komm die Rampe nicht hoch. Rückwärts. Müssen wir hochfahren. Nein, ich fahr einfach geradeaus weiter. Nein, ich hab mich verklemmt. Ah, ich bin voll verklemmt. Hoch. Ecke, Ecke, Ecke. Ecke, Ecke, Ecke. Ecke, Ecke. Ecke. Ecke, Ecke. Mach's weg, mach's weg, mach's weg. Puh. Was? Ich hab Kalkstein bekommen. Warum habe ich Kalkstein bekommen dafür? Warum Zugfunktionen, Maschinen, neue Bauteile ins Spiel bringen? Spielbär ist glücklich mit einem kleinen Auto, RGB-Licht und einem 80er-Jahre-Track. Ja, genau. Ich brauch gar nicht viel, um glücklich zu sein. Ich bin voll anspruchslos eigentlich. Und voll leicht zu unterhalten. Also wenn ich R drücke, schwenkt einfach nur die Kamera um das Fahrzeug drumherum einfach. Wow. Da schleidet aber ganz schön hier, der Schleider. Ich will da unten drunter durchfahren. Nein, ich kann nicht. Ich bin zu inkompetent. Fahr doch. Nein, häng da nicht fest am Baum. Die Wurzel allen Übels hier schon wieder. Yes, ich hab's geschafft. Ich hab mich freigewickelt. Boah, wie ein Stück Seife so aerodynamisch. Rückwärts, rückwärts. Warum hat das Factory Card einen Autopilot? Weiß ich nicht. Weil es cool ist. Weil ein Tesla auch einen hat. Das Factory Card ist aber geiler. Es ist golden. Boah. Hallo. 80er? Magst du 80er Musik? Okay. Er mag es nicht. Er findet es nicht gut. Das hat das Factory Card Unterbodenbeleuchtung. Ja, hat es. Okay, meine lieben Freunde. Das war eine hocherotische Erfahrung, wenn ich das mal sagen darf. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal wieder zurück zu den ganz besonderen Momenten. Nämlich, wenn wir wieder weitere Züge in unser Zugnetz einspeisen.
Und ja, das wird jetzt lustig. Quarz, Bauxit Express. Jetzt muss ich kurz überlegen, welcher war denn hier noch eigentlich nochmal wichtig? Verdichtete Kohle, Strand. Verdichtete Kohle, Strand. Bin ich mir jetzt gar nicht mal mehr so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, Koks ist wichtig. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss noch mal gucken, wo der langgefahren ist. Warte mal. Der Kokszug ist langgefahren. Genau, Aluminiumquelle und... wo ist die Aluminiumquelle? Moment. Ach, da hinten, oh Gott. Der ist einmal quer durchgefahren. Hatten wir überhaupt da hinten noch Aluminiumplatten produziert oder hatten wir das nicht schon längst verlegt woanders hin? Ich meine, wir haben das schon längst woanders hin verlegt mit den Aluplatten. Ich glaube, das ist gar nicht mehr aktiv. Aber ich glaube, wir müssen das trotzdem abholen. Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau, ey. Ich habe das alles schon wieder vergessen, ehrlicherweise. Das sind alles diese alten Strecken, die ich teilweise gar nicht mehr... Pilzbiom Ölzug 2, ja, das ist natürlich spannend. Das ist nämlich der zweite Ölzug. Wir haben ja den ersten Ölzug schon in der vorletzten Episode. Ne, in der letzten Episode haben wir den entsprechend aufs Netz wieder gebracht. Quarzbauxit. Schwefel. Ich glaube, Schwefel war wichtig. Schwefel war hierfür hier unten für die Batterie. Oh ja, ich glaube, das war die Batterieproduktion für die Drohnen. Ich glaube, das müssen wir ganz dringend wieder reaktivieren hier. So, da müssen wir mal gucken jetzt. Edit Timetable. Genau, da ist nämlich die Station und da wird es hingehen. Ja, auf jeden. Das müssen wir unbedingt wieder reaktivieren. Definitiv. Das ist sehr wichtig. Das bedeutet, ich deaktiviere das, sage Save Changes und sage Turn on Safe Driving. Next Stop ist invalide. Der Next Stop ist da hinten die Dings. Okay, ja, der kann hier nicht wenden. Okay, dann mache ich das mal für ihn. Dann fahre ich wieder für ihn. Ich fahre einfach geradeaus. Ich fahre einfach geradeaus und dann wenden wir hier und fahren einfach auf die andere Seite. Genau, warte. Ach so, hier kann ich nicht geradeaus durchfahren. Haha, das ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich habe da keine geradeausstrecke an der Stelle. Okay, gut. Gut zu wissen, aber. So, warte, dann machen wir das jetzt so. Oh Gott, das wird jetzt lustig. Warte, wir müssen hier rechts hoch. Aber dann nochmal nach unten. So, ja. Und dann nochmal runter. Ja, so, genau. Und dann geradeaus. Genau, so. Und dann da vorne links. Okay, da müssen wir mal so eine gerade Strecke noch durchziehen von einer Seite auf die andere, damit die Züge dann auch auf die andere Seite wechseln können entsprechend. Sonst müssen die immer hier in die Mitte fahren und da dann diese Wendungen vornehmen. Das könnte ein bisschen, könnte das Verkehrsaufkommen im Zentrum ein bisschen belasten, wenn hier immer der Zug wechseln muss. Hier guckt mal, ne, hier gibt es keine gerade Strecke da an der Stelle. Da gibt es keine durchgehende, die geradeaus geht. So, hier nach links, genau. Einmal nach links. Und dann müssen wir wieder dahin. Genau, so. Aber ich hätte jetzt auch eigentlich rechts fahren können, fällt mir gerade so auf. Ich habe es jetzt wieder falsch gemacht. Ich hätte gleich direkt rechts fahren können. Mann. Jetzt müssen wir mal aufpassen hier jetzt. Kondensatius. So? Nee. Doch. Nee. Nee, so nicht. Das war jetzt falsch. Ich muss nach oben. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ich fahre einfach hier lang. Ja, ich fahre einfach hier lang. Fahre dann einfach. Ich weiß schon, wie ich es mache. Oh! Oh Gott, alles gut. Ich habe mich schon erschrocken jetzt. Ich dachte schon Unfall. Aber alles gut. Es läuft alles, wie es soll. Es läuft alles, wie es soll. Wir haben noch keine unerwünschte Begegnung. Frankfurter Kreuz. Oh mein Gott. Rechts lang. Warum ist denn da gesperrt jetzt die Strecke? Die Frage wird sicherlich gleich beantwortet. Jetzt geradeaus. Ach, geradeaus geht wieder nicht. Okay, warte, stopp. Das geht ja mal hier gar nicht. Jetzt anhalten. Oh Mann, der Bremsweg. Rückwärts.
Warte mal jetzt hier. Wir machen jetzt hier mal das so. Ich muss das mal ordentlich machen. Hier, guck mal, hier gibt es überhaupt keine durchgehende Geradeausstrecke. Hier, so, das muss da rein. Kein Wunder, dass die Züge hier teilweise ausrasten. Jetzt muss ich nur gucken. Da, genau, so einmal da. Oh Gott, ich habe gerade diese Signale gekillt. Okay, hier geht's nicht, warum auch immer. Warum geht das jetzt nicht? Warum macht er denn das da jetzt nicht? Too many switch positions. Die Bahnstrecke hat eine zu scharfe Kurve. Okay, warte, dann nehmen wir das hier raus. Das ist ja schon... Das wurde ja jetzt schon, ne? Und so. Ein anderer Zug. Die Bahnstrecke hat... Hä? Wieso? Zu scharfe Kurve? Verstehe ich nicht. Ist doch gar keine Kurve hier. Too close to another switch. Aha. Another switch. Der hier, oder was? Zufällig? Aber, hä? Okay, warte, dann nehme ich das hier auch noch ab. Vielleicht ist das der Grund. Wir nehmen einfach mal die raus, die wir schon aktiviert haben. Too close to another switch. Okay, warte mal, ich mache mal das Signal nochmal weg. Und, ja, die Weiche hier. Guck mal, die hat sich nicht entfernt. Seht ihr das? Ich glaube... Ach so. Das wird der Übeltäter hier sein, oder? Ja, das ist der Übeltäter gewesen. Okay. Klappt's jetzt? Jetzt klappt's. Sehr nice. Okay, Fahrtsignal hin. Ja, und jetzt brauchen wir hier nochmal ein Blocksignal. Auf die andere Seite, bitteschön. Dankeschön. Grün, grüner wird's nicht. Hier ist jetzt ein Problem am Start. Jetzt müssen wir das mal kurz eruieren, was hier wieder passiert ist. Oh oh, ein Zug kommt. Was ist jetzt hier wieder los? Da ist bestimmt wieder... Hier muss, glaube ich, noch ein Fahrtsignal... Oh, warte. Hier muss, glaube ich, ein Fahrtsignal noch hin. Andere Richtung. Ach Gott, diese Richtungssache ist minimal frickelig. Okay, das klappt nicht. Dann ist hier wahrscheinlich, muss hier auch ein Fahrtsignal, würde ich jetzt schätzen. Das ist nämlich ein Blocksignal, genau. Das muss ein Fahrtsignal sein. Yes, genau. Jetzt klappt es, guck mal. Die einfahrenden Signale müssen dann immer Fahrtsignale sein, genau. Jetzt können wir nämlich den Zug hier auch wieder nehmen und können die Fahrt fortsetzen. Jetzt können wir die Fahrt in angenehmer Atmosphäre fortsetzen. Board Service wird gleich durchreichen und durchgehen und diverse Snacks servieren. Basierend auf Schwefel. Schwefelbasierte Snacks. Swags vor allem. Sehr schön. Nicht den Swag vergessen. Der ist auch ganz wichtig. So, dann wollen wir mal. Jetzt müsst ihr doch den Weg eigentlich auch finden von alleine. Warte mal ganz kurz. Hier ist doch die Station schon. Ich gebe ihm mal die Anweisung. Next stop is invalid. Ist doch Schwefelquelle 2 hier, oder? Das ist wieder dieses Problem mit dem... Der nächste Stopp ist nicht gültig. Nicht genügend Gültigkeit. Nicht genügend Gültigkeit. Okay, warte, ich lass mal hier docken. Okay, ich aktiviere den Autopiloten. Ha! Gewusst wie. So, jetzt bin ich mal gespannt. Fährt er richtig? Müsste jetzt ja eigentlich funktionieren. Vielleicht nimmt der Quarz-Express jetzt auch nicht mehr da... Okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht nimmt der Quarz-Express ja jetzt nicht mehr die Strecke nach unten. Aber jetzt nimmt der hier die auch. Na toll. Na, klasse. Aber solange er ankommt, ist es ja egal. Solange er da ankommt, wo er soll. Ah, der muss hier... Ah, der hält da unten. Okay. Verstehe, begreife, alles klar. Ist gar nicht so weit der Weg eigentlich. Warte mal, wir können ihm hier gleich noch Signale setzen eigentlich. Wenn er jetzt gerade hält, ne? Hat sich... Wenn der Held gerade hält, dann können wir dem jetzt hier... Funktioniert's? Siehst du das? Hinten auch noch? Oh, Vorsicht. Hinten noch, hinten noch. Schnell.
Achso, da ist ja eh schon eins. Nee, dann lass mal das damit gut sein mit dem einen Signal. Das passt schon. Dann steige ich lieber schnell zu. Bevor er mir wieder hier wegfährt. Komisch, er nimmt gerade den ersten Wagen gar nicht. Hatte bestimmt einen Grund. Eines davon... Vielleicht ist sie voll. Die ist wahrscheinlich einfach voll, die Station. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die voll ist. So, jetzt fährt er wieder zurück zur Schwefelstation, oder? Müsste eigentlich jetzt machen. Oh. Ja, nee, alles gut. Sieht gut aus. Oh, hier müssen wir unbedingt Signale noch setzen. Habt ihr das gesehen? Auf jeden Fall müssen wir unbedingt machen. Schwachstelle. Schwachstelle erkannt. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gescannt. Ich wollte meine Lampe anmachen. Schwachstelle. Eine Schwachstelle. Hier muss auf jeden Fall ein Signal hin. Und hier auf die andere Seite sollte auch ein Signal. Nicht, dass wir hier jetzt großes Problemes kriegen. Genau, nicht, dass mir hier irgendwie einer querfährt. Ja, und dann am besten gleich auch noch da ein Signal. Ist hier überhaupt... Hier ist ja gar keine Weiche, warte mal. Irgendwie... Moment. Die darf hier eigentlich gar nicht sein. Ich sehe jetzt hier kein Gleis, was da reingehen würde. Okay, gut. Genau. Dann klappt das jetzt. Wenn wir da jetzt... ein Signal setzen. Okay, klappt nicht. Vielleicht muss ich den Abschnitt hier nochmal neu bauen. Das kann durchaus sein. Oder wir probieren es einfach mal hier vorne. Hier sind ja noch Weichen auch. Dann brauchen wir oben noch ein Blocksignal wahrscheinlich. Aber dann brauchen wir hier auch kein Fahrtsignal. Oder? Okay, jetzt geht das da hinten auch nicht mehr. Ah! Ich setze mal oben noch ein Blocksignal und hier unten dann auch nochmal eins. Mal gucken, ob es dann funzt. Das ist hier genau die Problemzone, vor der ich mich beim Signalsetzen immer gefürchtet habe. Ja, hier sind wir jetzt an der harten Zone angekommen, wo es spannend wird einfach. Ja, guck mal, jetzt funktioniert das da hinten schon. Dann braucht man hier noch ein Blocksignal. Also hier, ja genau, aber in die andere Richtung. Einfach genügend setzen und dann passt es schon. Ne, warte mal, hier braucht man kein Fahrtsignal, hier braucht man ein Blocksignal tatsächlich. Ja, muss man ganz schön denken. Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Okay, es entdröselt sich langsam. Langsam, aber sicher entdröselt sich die ganze Geschichte hier. Ich glaube, das mit den Signalen sollten sie nochmal nachbessern. Kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass man alle 30 Minuten ein Signal... Nee, das Problem ist einfach... Eine Sache ist ein Problem bei den Signalen. Es ist sehr schwer nachvollziehbar, wie die sich untereinander verhalten so. Wie die sich untereinander verbinden. Das ist so ein bisschen das Ding. Es wäre einfach sehr schön, wenn es Hilfslinien gäbe, die einem zum Beispiel zeigen würden, wie ein Fahrtsignal sich mit dem anderen Fahrtsignal oder mit dem anderen Signal dann verbindet und verhält. Das wäre irgendwie ganz praktisch. Und welcher Fahrt gerade grün ist und welcher nicht. Wenn du halt in so einem Signalbaumodus bist quasi. Das wäre schon irgendwie, das wäre schon praktisch. Ich wäre dafür. Ja. Weil so ist es natürlich schwierig. So ist es minimal schwierig. Da fehlt noch eins. Ja, wo? An welcher Stelle fehlt denn noch eins? Hier ist eins. Hier sind vier Stück. Das ist so die Frage. Irgendwo fehlt noch eins. Wenn sich zwei Gleise in ein Gleis einmünden, müsste dann das Signal nicht vor der Verbindung an beide Gleise. An Spielbär liegt es. Ja, wahrscheinlich. Ich komme gerade mit meinem eigenen Gleisknoten nicht mehr klar. Okay, da werde ich gleich einfach mal ein bisschen in mich gehen und einfach mal ein bisschen rumprobieren, glaube ich. Ich glaube, du brauchst dort kein Fahrtsignal. Ja, das kann sein. Wir können ja mal probieren, wie das ist, wenn wir mal die Fahrtsignale einfach mal ersetzen durch normale Blocksignale. Stimmt, weil es gibt ja nicht mehrere Pfade, die ausgewählt werden können eigentlich. Wenn das jetzt mit normalen Signalen funktioniert, dann... Also mit Blocksignalen... Okay, da klappt's nicht, warum auch immer. Dann gehe ich mal hoch hier. Bei Kreuzungen reicht ein einfaches Blocksignal aus. Okay, dann machen wir einfache Blocksignale. Dann ersetzen wir hier den Schnodder. Ja, sehr schön, siehst du? Einfache Blocksignale. Warum einfach, wenn es auch einfach geht?
Hätte ich mir auch gleich denken können, dass das wieder der Grund ist. Ich denke wieder zu kompliziert. Neues. Und da wird's grün. Hervorragend. Hervorragend. So, haben wir noch ein kaputtes irgendwo? Nö. Sieht jetzt gut aus, oder? Würde ich jetzt sagen. Müsste jetzt passen eigentlich. Da haben wir die ganze Nacht Signale gebaut wieder. Unglaublich. Und was hast du heute Nacht gemacht? Ich habe Signale gesetzt. Oh mein Gott. Aber immerhin muss auch mal sein. Jetzt können sie hier schön auch über die Mitte durchfahren noch. Wunderbar. Ja, vielleicht sollten wir hier davor noch eins setzen. Falls da ein Zug von oben runterkommt, dass der hier nicht reinfährt dann. Genau. Und hier sind ja eh schon wieder welche. Sehr gut. Dann können sie jetzt auch hier oben lang fahren. Das sieht auch irgendwie gleich viel cooler aus mit den Signalen, oder? So eine Bahnstrecke. Das sieht irgendwie gleich viel komplexer aus. Als wenn sich jemand da intensiv Gedanken gemacht hätte. Was ja eigentlich nicht stimmt. Und was machen wir morgen, Brain? Genau dasselbe, was wir jeden Abend machen, Pinky. Wir setzen Signale in Satisfactory. Oh ja! Das ist ganz toll! Was sind Signale und was ist Satisfactory? Der Spielbär und die Train. Spielbär in Update 5, yippie, wilde Signale setzen. Diese vielen Lichter, die dadurch auch entstehen da hinten. Grüne Lichter, rote Lichter. Ab und zu auch mal gelbe Lichter, die mag man aber nicht so, die findet man nicht so toll. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator-Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.